So, liebe Deggendorfer, wir sind heute hier mit der Bürgerbewegung Pax Europa und ich möchte Ihnen Gernot Tegetmeier vorstellen. Er war früher Polizist, er ist auch Aufklärer über den Islam und er setzt sich ein dafür, dass unser Land auch in Zukunft ein sicheres, freies und demokratisches Land bleibt. Wolltest du wieder Ping-Pong machen? Nö. Nee. Oder? Ja, grüß Gott, Deggendorf. Wie gesagt, mein Name ist Gernot Tegetmeier. Ich wollte eigentlich heute hier nur Bericht erstatten, aber wurde gebeten, auch ein paar Worte an Sie zu richten. Mache ich natürlich gerne. Wie gesagt, das hier ist eine Veranstaltung von der BPE, Bürgerbewegung Pax Europa. Wie dem Namen schon zu entnehmen ist, Pax, Friede. Wir sind hier, weil wir den Frieden und die Freiheit in Europa erhalten möchten. Wir sind heute hier, weil wir befürchten, dass Friede und Freiheit in Gefahr ist. Wir haben es geschafft, im Großen und Ganzen ca. 70 Jahre in Europa Frieden zu haben. Aber wir haben die Furcht, die Angst, dass das bald zu Ende geht. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Diese Woche waren zwei wichtige Tage, zwei wichtige Daten. Einmal der 11. September. Ich denke, die meisten wissen, was das zu bedeuten hat. Ein Tag, jeden, der ihn erlebt hat, den er im Gedächtnis hat. Jeder weiß heute noch, was er an diesem Tag gemacht hat, den er erlebt hat. Aber ich will gar nicht auf den 11. September eingehen, sondern ich will auf den 12. September eingehen. Der 12. September 1863,1683, der 12. September, da hat nämlich Europa zusammengestanden, da sind die Patrioten in Europa zusammengestanden und haben eigentlich mit einem viel zu kleinen Heer damals geschafft, Wien zu befreien und dann haben sie die Osmanen, die Türken zurückgetrieben. Also wie gesagt, der 12. September ist für mich wichtiger, denn an diesem Tag war ein Wendepunkt. Damals wurde verhindert, dass Europa islamisch ist. Ihr wisst ja selber in der Schule, falls aufgepasst hat, der ganze Balkan war ja erobert. Bulgarien, Rumänien, Ungarn, die alle wissen, was islamische Eroberung bedeutet. Die wissen, wie sie gelitten haben. In all diesen Ländern ist es in der DNA, kann man sagen, ist es innen drin, was das bedeutet, vom Islam erobert zu werden. Und 1683, wie gesagt, ging es dann wieder zurück. Europa wurde Zug um Zug befreit. Das ging dann bis Konstantinopel und dem heutigen Istanbul. Und Konstantinopel, ehemals sogar mal Byzanz, wisst ihr auch, 1453 wurde diese Stadt erobert. Ein Heer, ungefähr 8-9 Mal so groß wie der Verteidiger, der Mehmet II., hat die Stadt erobert. Und auch da ging es richtig zur Sache. Die Geschichtsschreiber sagen ja, es wurde geschlachtet, es war ein Schlachtfest. Teilweise soll in den Straßen knietief das Blut gestanden sein. Die Stadt wurde für 3 Tage zur Eroberung, also zur Plünderung freigegeben. Die Menschen waren freiwillig, die Frauen insbesondere. Damals wurde das sogenannte Oströmische Reich in seinen Festen vernichtet, nämlich damals wurde die Stadt vernichtet. Und Mehmet II. Hat einen Beinamen. Und der Beiname, den kennen viele von Ihnen, ohne zu wissen, was er bedeutet. Der Beiname von Mehmet II. War nämlich Fatih. Und Fatih bedeutet nichts anderes wie der Eroberer, wie der Öffner, wie der Sieger. Und ich denke, bei manchen wird jetzt ein bisschen Nachdenken einkommen. Fatih, das hören wir doch oft genug. Fatih, Al-Fatah zum Beispiel auch, oder Futuh, die Eroberung von Ländern für den Islam. Und ganz interessant, es gibt sehr, sehr viele Fatih-Moscheen in Deutschland. Und ich persönlich finde das eine Beleidigung der Mohammedaner gegenüber den Deutschen, dass sie ihre Moscheen, die Eroberungsmoscheen, die Eroberermoscheen benennen. Und ich möchte nur mal ganz kurz darauf eingehen, Moment bitte.
damit man auch sieht, wie weit wir sonst stehen. Die meisten denken, naja, hier wie zum Beispiel in Deggendorf, das sind mal zwei Moscheen, das ist nicht so schlimm. Wir haben mittlerweile in Deutschland offiziell über 3000 Moscheen. Das sind aber die ganzen Gebetsräume, die Treffpunkte, die illegale Moscheen sind. Die sind da gar nicht enthalten. Und dann, wie gesagt, Fatih ist Eroberung. Und sie wollen ja unser Land erobern und es gibt eine Fatih-Moschee in Augsburg, es gibt eine Fatih-Moschee in Berlin, eine Fatih-Moschee in Bielefeld, in Bocholt, in Bremerhaven, in Bremen, in Ditzenbach, sogar in Dresden, in Duisburg, in Düren, in Düsseldorf, in Essen, in Esslingen, in Eisenfeld, in Flensburg, in Hamm und Heilbronn. Und es geht weiter. In Herford, in Herzberg, in Holzminden, Karlsruhe, Kiel, Köln, in Krefeld, in Lage, in Lörrach, in Lübeck, in Lünen, Mannheim und in Mahl. Und weiter geht's. In Memmingen, in Meschede, in Mülheim, in Neumünster, in Nürnberg, in Oberdingen, Pforzheim, Pleidelsheim, in Remscheid, in Schüttorf, in Simsheim und in Speichingen. Und in Speyer, Stadtallendorf, Steinbach, Stuttgart, Unterschleißheim, Werdohl, Werl, Wühlrad, Witten, Wuppertal. Das sind die Städte in Deutschland, in der die Eroberer-Moschee steht. Und liebe Freunde, liebe Leute in Deggendorf, müssen wir uns das gefallen lassen, dass speziell durch die TTIP, die ja auch hier in Deggendorf vertreten ist mit einer großen Moschee, Michael hat es ja schon gesagt, ist an die Diyanet angegliedert. Alle Imame sind Staatsbeamte des türkischen Staats. Müssen wir uns das gefallen lassen, dass uns ins Gesicht gespuckt wird, Moscheen hingestellt werden und dann heißt es noch die erobere Moschee. Ich würde doch mich sehr wundern, was passieren würde, angenommen wir würden, wenn es überhaupt gehen würde, weil man darf es ja nicht, wir würden zum Beispiel, egal ob in Libyen, Ägypten, Saudi-Arabien, wenn wir da zum Beispiel Rommelkirchen bauen würden, ich glaube, das käme ziemlich schlecht an. Oder jetzt sogar, wie in Istanbul, die dritte Brücke, die gebaut wurde, die Brücke, die Europa mit Asien verbindet, auch die ist nach Fatih benannt, denn sie planen die Eroberung. Und wer plant die Eroberung? Das ist der Erdogan, den haben wir heute auch schon oft genug gehabt. Und Erdogan wird ja immer deutlicher. Wie gesagt, er war früher sogar mal in Haft für dem, was er gesagt hat. Er hat es geschafft, die Türkei umzubauen. Viele Leute sind ja heute immer noch der Meinung, ach, in der Türkei, da ist alles so toll, da ist alles so schön. Aber leider ist dem nicht so. Christliche Missionare wurden da getötet. Die Moscheen schießen mit Pilze aus dem Boden, aus einem Grund. Rund einen Kilometer um eine Moschee darf zum Beispiel kein Alkohol mehr verkauft werden. Erdogan baut dieses Land um in einen islamischen Staat, in eine islamische Diktatur. Und die demografische Entwicklung in Deutschland ist leider so, wenn wir uns dem nicht entgegenstellen, das möchte ich noch ganz kurz hier zeigen, wenn wir uns dem nicht entgegenstellen, dann ist nämlich eines, dann werden wir in circa 30 Jahren eine Mehrheitsbevölkerung an Mohammedanern haben und dann werden wir auf demokratischen Wege an die Wand gewählt werden. Und wir sind leider so blöde, wir stellen uns hin und öffnen Tür und Tor. Wie gesagt, erinnert euch an den 12. September 1683. Damals wurde Europa verteidigt und wir sind verpflichtet, wir sind es unsere Ahnen verpflichtet, dass wir auch heute Frieden und Freiheit in Europa verteidigen. Und das ist der Grund, warum wir hier stehen. Wir sind die Stimme derer, die sich nicht trauen auszusprechen, was gesagt werden muss. Wir fordern eine offene Diskussion. Denn ich kann mich hinstellen, ich kann die Christentum kann ich kritisieren. Passiert absolut nichts. Nur wenn ich Islam kritisiere, muss ich um Leib und Leben bangen. Und das darf nicht sein. Frieden und Freiheit für Deutschland, für Europa. Dankeschön. Wunderbar, danke, Gernot. Und wir haben jetzt auch wieder zwischendurch hier ein paar Diskussionen gehabt mit muslimischen Frauen. Es ist immer wieder interessant, wenn man über den Islam diskutiert und wenn man Frauen darauf hinweist, Mensch, ihr müsst doch auch dafür sein, dass jetzt die frauenfeindlichen Passagen gestrichen werden, wird es einfach abgelehnt. Das heißt, da steht gar nicht drin, ist falsch interpretiert.
Es ist einfach so. Ja? Und ich glaube nicht, dass ihr es gut findet, wie in islamischen Ländern Frauen unterdrückt werden. Das Mutterland des Islams, Saudi-Arabien. Dort durften bis vor kurzem Frauen nicht mal Auto fahren. Ja? Also, 10 Minuten Pause, dann geht's weiter. Oh, jetzt wollte ich erst richtig loslegen.